next time. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir fahren in Steinkirchen, die Reisebuslinie. Beziehungsweise die Reisegruppelinie, eher gesagt. Ja. Wir stehen hier an der Bergstation. Am Wimhundsee. Und fahren, weil den ich schon lange nicht mehr gefahren habe, den Cetra S319 UL mit Morphe Sound. Ja, und apropos Morphe, wie sicherlich viele von euch schon mitbekommen haben, hat Morphe jetzt endgültig seine Entwicklung eingestellt, was Sounds und so angeht, was wirklich traurig ist, denn er hatte noch viele Projekte offen, die er noch fertig machen wollte, ja, und konnte halt jetzt nicht mehr vollenden, weil er einen mega Datenverlust hatte. Also sprich, die Festplatte war hinüber. Ja, das ist wirklich, wirklich traurig, wenn sowas passiert. Aber da kann man jetzt nichts machen mehr. Wir hoffen, wir werden ihn irgendwann wiedersehen. In Lotus. Oder er kehrt vielleicht doch nochmal irgendwann zu OMSI zurück. Mit einem kompletten Neustart. Ja. Jetzt fahren wir aber noch die Reisebuslinie hier auf Steinkirchen fertig. Dann wird es dann auch irgendwann, das heißt irgendwann, nächste Woche dann auch eine neue Map geben, die ich dann raussuchen muss. Falls nicht, dann wird es OMSI dann ausfallen. Traurigerweise, ja gut, was heißt traurigerweise? Ist dann halt so. So, dann spulen wir aber jetzt mal eben die Zeit vor, denn wir haben erst 12 Uhr und der Bus fährt schon 14.15 Uhr. Hä? Fehlerball, beruhigt. Hallo. Okay. Muss ich einmal jetzt nicht normal verstehen. Wieso zahlt ihr aber? Eigentlich müsst ihr nichts zahlen, aber okay. Einen normalen Fahrschein, bitte. Ja, natürlich. Danke. Hallo. 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 Hallo, Freunde. Hallo, ein normaler Fahrschein, bitte. Ja, aber natürlich. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Aber natürlich. Ein Fahrschein, bitte. Ja. Entschuldigung. Ja, ja, ist ja gut, schön. Leute. Beruhigt euch. Ein Fahrschein, bitte. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ja, beruhigt dich. So. Einen Einzelfahrschein, bitte. Danke. Das hier mit der Kasse ein bisschen, naja, unvorteilhaft ist, hier das ganze Geld immer rauszuzupfen, mache ich das mal ausnahmsweise mal hier mit den üblichen Tasten. So, dann starten wir mal den Bus, denn wir sind ja auch schon bald los. Hallo Bus, willst du, achso, ich sollte vielleicht den Gang rausnehmen. Weil ich ja den Bus hierher gefahren habe, der normalerweise irgendwo dort hinten gestanden hätte. Machen wir mal die Tür erstmal zu. Ja, ich weiß, hier gibt es noch den Fehler mit der Glasscheibe. Eigentlich könnten wir auch nicht losfahren. Komm, die 2 Minuten spulen wir noch vor. Ja, Bereichsprüfung, Fehler, danke. Dann wollen wir mal.
Ich hoffe, ich nehme jetzt die Haltestelle da nicht mit. Ne? Oh, gut. Ich bin schon lange nicht mehr mit einem 300... mit einem 15-Meter-Bus gefahren. Ich hoffe, das passt alles. Und nehmen dann nichts mit. Weil das wird hier jetzt schon eng genug gleich werden. Ihr wisst ja vom letzten Video mit der Linie 13. Ah ne, das war vorletzte Video. Ah ne, das vorletzte Video. Wo ich dann die Linie 13 gefahren bin und ja. Wo ich dann quasi ein bisschen hängen geblieben bin in der Serpentine. Das könnte lustig werden jetzt gleich mit dem Bus hier. Das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ich habe meinen Führerschein nicht gewonnen, ich habe meinen Führerschein regulär gemacht. Das vorweg. Und ich möchte auch nicht hier am Hang hängen bleiben, weil ich meine Geschwindigkeit so drosseln muss. Ihr wollt ja schließlich auch zum Bahnhof kommen, oder? Mann. So, jetzt kommt die engste... Ach ne, das ist nicht die engste Stelle. Ich hoffe, dass auch deshalb Bus nicht allzu laut ist. Der schreibt mir doch gerade schon ins Ohr. Gerade. Aber ich möchte aber auch den Sound jetzt nicht extra leiser machen. So, dann hätten wir hier auch schon mal die engste Stelle hinter uns. Ohne dass uns Autos entgegenkommen. Aber ich glaube auch, das Getriebe hier von dem Bus ist noch nicht so ganz ausgereift gewesen. Ich glaube, das war noch eine der früheren Neuentwicklungen von den Getrieben von Morphy. Weil normalerweise würden sie jetzt eigentlich normalerweise automatisch wieder den nächsten Gang schalten, wenn man bergab rollt. Man merkt, hier gehen die FPS doch schon runter, aus was für Grund noch immer. Ah, jetzt gehen wir. Oh Gott. Bitte lass kein Auto kommen. Gut. Es fühlt sich so an, als wäre hier ein SketchUp-Objekt hier in der Nähe. So fühlt er sich hier an. Und ich habe immer noch nicht den Retarder belegt. Im Grunde hätte ich auch den ganz normalen Bus nehmen können, aber ich wollte mal aus, naja, aus linientechnischen Gründen doch mal einen Reisebus nehmen. Oder halt eben einen Überlandbus. In dem Fall war dieser hier auch eine Kasse besetzt und eine Matrix. Gut, besitzen Reisebusse in Liniendienst auch, aber ja.
Und ich hoffe, dass ich diese Aufnahme auch überstehe, dann ist es hier mega warm hier drin. Ich will das Kram aussteigen, ja, unmöglich zu fahren. Mann, wo haben Sie denn den Führerschein gemacht? Mann. Fuck. Ups. Fail. Muss ich ihn da irgendwie wieder wegkriegen? Ja, ich weiß, ihr wollt alle aussteigen, aber ich lasst euch hier nicht aussteigen. Was ist der Bus ja so leer? Hier, FPS-Rate, könnt ihr euch wieder erholen. Also, wir fahren jetzt hier teilweise auch auf einen Teil der Linie 14. Ich hatte auch schon überlegt, diese Linie auch komplett wegzulassen, weil halt eben Linienverlauf von Linie 14 und 13 mit drin ist. 13? Linie 12. Mit drin ist und das, ja. Aber habe ich dann schlussendlich doch dafür entschieden. Weil Reisebus fahren ist auch mal was Schönes und wir hatten ja schon lange keinen längeren Bus gefahren. Das wird heute eine richtige Fail-Folge. Wir haben schon drei Autos gerammt. Das ich glaube, das wird noch besser. Könnte wahrscheinlich auch daran liegen, dass ich die 15 Meter Busse nicht mehr gewohnt bin und ich da mal vielleicht ein bisschen hätte ein bisschen weiter geradeaus fahren können, dass ich da etwas schärfer einlenke. Aber umso besser, jetzt kommt auch nicht mehr meckert. Das ist natürlich ein Vorteil. Auch wenn sie dann alle raus wollen.